Herzlich willkommen zur Veranstaltung von Moria zu Closed Controlled Access Centern. Wir sprechen heute über die EU-Abschottungspolitik, über haftähnliche Lager für Geflüchtete und über sogenannte Grenzverfahren. Mein Name ist Kerem Schamberger, ich arbeite bei Medico International als Referent für Flucht und Migration in der Öffentlichkeitsabteilung. Die Veranstaltung hatten wir ursprünglich ein bisschen anders konzipiert. Sie ist aber, glaube ich, aktueller denn je, weil wahrscheinlich werden alle, die hier sitzen, wissen, dass es am vergangenen Donnerstag auf der Ratssitzung der EU-Innenminister eine Einigung gegeben hat. Und zwar eine Einigung darauf, in Verhandlungen mit der EU-Kommission und dem EU-Parlament zu gehen, und zwar bezüglich eines Pakets, das eine sogenannte Asylrechtsreform darstellt, die aber in Wirklichkeit ein tiefgreifender und historischer Einschnitt darstellen wird, der nichts weniger als das individuelle Recht auf Asyl auf gesamteuropäischer Ebene in Frage stellen wird. Die am Donnerstag beschlossenen Punkte beinhalten sowas wie schnelle Grenzverfahren, die zur Inhaftierung von Geflüchteten führen könnten, die Erleichterung sogenannte Drittstaaten, sichere Drittstaaten, zu erklären und Bündnisse mit diesen zu schließen und so weiter und so fort. Was genau das alles bedeutet, das diskutieren wir gleich noch. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass die jetzt schon furchtbare Situation für Geflüchtete an den EU-Außengrenzen damit rechtlich zementiert und noch weiter verschlechtert werden wird. Und ich würde auch die Einschätzung, die wir vielleicht auch dann später diskutieren können, dass diese Beschlüsse oder diese Vereinbarungen vom vergangenen Donnerstag auch Ausdruck einer gesamtautoritären Entwicklung der Europäischen Union ist, die an den Rändern, an den sogenannten Rändern beginnen mag, aber sich auch in einem gewissen Sinne einfügt in eine generelle Uniformierung und auch Militarisierung der innereuropäischen Gesellschaften. Es ist dazu vor 2 Wochen auch ein gutes Buch erschienen, das heißt Hinter Mauern, geschlossene Grenzen als Gefahr für die offenen Gesellschaft von Volker Heinz und Frank Wolf, das genau auf diese Thematik eingeht. Heute im Mittelpunkt steht aber nicht dieses Buch, sondern ein anderes Buch und beziehungsweise 2 Expertinnen, die sich auskennen, wie nur die sich zu dieser Thematik auskennen, wie nur sehr wenige Menschen, weil sie erstens dazu arbeiten, dazu schreiben, dazu tätig sind, aber auch vor Ort leben, sozusagen am Rand. Eigentlich eine falsche Bezeichnung, aber sozusagen auf den griechischen Inseln, genauer gesagt auf Lesbos. Wir haben einmal gleich neben mir sitzend Franziska Grillmeier. Sie ist Journalistin, wahrscheinlich kennen die meisten, die hier sitzen, ihre Artikel in den verschiedenen Zeitungen europäischer Medien. Sie ist auch Autorin, hat dieses Buch hier geschrieben, Die Insel, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas. Ihr könnt es, wenn ihr es schon gesehen habt beim Reingehen, heute auch kaufen. Und sie war zum Beispiel neben ganz, ganz vielen Reisen, die sie auch in dem Buch beschreibt, im Februar im Niger und hat dort zum Beispiel auch mit Medico-Partnern vom Alarm von Sahara oder auch vom Border Forensics gesprochen und über ihre Erfahrungen und Eindrücke am vergangenen Freitag in der Zeit einen ausführlichen Artikel veröffentlicht. Wenn ihr ihn haben wollt, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, dann schicke ich ihn euch zu. Vorgestern sah das Setting noch ein bisschen anders aus, am vorgestern Abend. Und zwar war sie dort bei Anne Will in der ARD. Und ich habe mir das nach Jahren mal wieder gegeben, Anne Will. Und sie war furchtbar, ich saß nur meckern vom Fernseher. Franziska war die einzige Stimme der Vernunft, beziehungsweise eine der wenigen Stimmen mit Wissen, Einordnungsfähigkeit und Menschlichkeit. Die anderen, die dort auf dem Podium saßen, Jens Spahn, Omid Nuripur, Saskia Esken, haben vor allem eines gezeigt, dass sie wenig bis keine Ahnung haben. Deshalb freut es mich sehr, dass du auch heute hier bei Medico sitzt. Herzlich willkommen, Franziska Grillmeier. Ja, danke. Und neben Franziska sitzt Anina Mulis. Sie ist Rechtsanwältin aus der Schweiz,
seit 2008, also seit 15 Jahren im Asylrecht tätig. Sie ist aktiv bei den demokratischen JuristInnen Schweiz und den European Lawyers for Democracy and Human Rights. Aber vor allem, und das ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum du heute hier bist, du bist aktiv beim Legal Center Lesbos, eine Organisation, die auf Lesbos sitzt, die rechtliche Unterstützung für Geflüchtete bietet, die auf der Insel, ja nicht nur auf Lesbos, sondern auch auf anderen griechischen Inseln kriminalisiert und eingesperrt werden, nur dafür, dass sie den Weg in ein besseres Leben gesucht haben. Der Legal Center Lesbos ist auch seit letztem Jahr eine enge Partnerorganisation von Medico International. Ihr dokumentiert auch Rechtsbrüche und führt diesen Kampf für die Rechte der Geflüchteten auf einer juristischen Ebene. Und sie ist nicht nur eine Griechenland-Expertin, sondern auch eine Türkei-Expertin. Sie hat im Herbst 2021, vor 1,5 Jahren, mit einer Recherche zur Situation von Geflüchteten in der Türkei begonnen. Und das ist etwas, was wir jetzt das erste Mal in der Öffentlichkeit sagen. Es wird in den nächsten Monaten ein Gutachten veröffentlicht werden mit Unterstützung von Medico, das sich mit der Frage beschäftigt, ob die Türkei ein sicherer Drittstaat für Geflüchtete ist. Spoiler, nein. Aber es wird sozusagen auf 50 Seiten wirklich sehr, sehr gut und juristisch dargelegt, warum das nicht so ist. Und das ist auch deswegen so aktuell, weil vermeintlich sichere Drittstaaten ja auch im Fokus dieser Beschlüsse vom letzten Donnerstag stehen. Ursprünglich war die Veranstaltung als Buchvorstellung geplant. Also Franziska sitzt da und liest und wir diskutieren drüber. Aber wir haben jetzt einfach spontan entschlossen, auch weil Anina eben gerade nicht auf der Insel in Lesbos ist, sondern in Frankfurt, dass wir das zusammenführen und auch über die sogenannten Reformen vom Donnerstag sprechen. Wir werden jetzt ungefähr 40, 45 Minuten hier auf dem Podium ein Gespräch führen, eine Diskussion führen und dann werden wir anschließend zu euch öffnen. Die Katharina, die gerade noch draußen sitzt, hinter dem Bücherstand, wird mit dem Mikrofon rumgehen und ihr könnt dann auch Redebeiträge halten und Diskussionen oder auch Fragen stellen. Wir haben aber auch versucht, diesen Abend ein bisschen mit Leseelementen zu machen. Wenn alles klappt, wird Franziska 2 bis 3 Mal kurz aus ihrem Buch lesen, was wirklich total toll ist, weil ich niemanden kenne, der so einfühlsam und so beschreibend und sich in die Personen hineinsetzend Themen und Sachen beschreiben kann. Und deswegen freue ich mich auch darauf. Ja, vielleicht eine ganz platte Frage, die sehr groß ist, aber vielleicht könnt ihr sie ein bisschen runterdampfen. Was wurde da am vergangenen Donnerstag eigentlich von den Innenministern der Europäischen Union beschlossen? Vielleicht Franzi. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einführung und vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich weiß, es ist sehr warm und es sind total viele gekommen, also danke dafür. Und letzten Donnerstag wurde ein Vorschlag beschlossen auf Ratsebene, dass wir eigentlich eine Verschärfung des Asylrechts haben. Das bedeutet, dass es war ein Vorschlag der EU-Kommission von 2020, der jetzt besprochen wurde und eigentlich auch, ich glaube, das war unerwartet, dass es so schnell ging, dass man sich darauf einigen konnte. Und der hat vor allem 2 Elemente im Fokus, es gibt 2 Schlagwörter, Verantwortung und Solidarität. Und unter Verantwortung wird verstanden, dass man die Grenzen eigentlich dicht macht, dass man Asylzentren aufbaut an den Grenzen, an den Außengrenzen auch im Schengen-Raum, aber auch, und das ist so ein bisschen die Unklarheit, wie es dann auch innerhalb von Europa aussehen wird, dass wenn Menschen ankommen, wenn Schutzsuchende ankommen, dass sie erstmal geprüft werden, ob ihnen also das Recht, also in sogenannten Grenzverfahren, ich bin jetzt auch keine Expertin, was das angeht, da kannst du auch vielleicht gleich nochmal sprechen, in Grenzverfahren kommen, vor allem Personen, die zu 20% die
unter der Hürde von 20% liegen, also eine Anerkennungsquote von 20% haben und dann in sogenannten Grenzverfahren geprüft wird, ob sie überhaupt das Recht auf Asyl haben. Und dementsprechend aber auch dieses Konzept der Drittstaaten angewendet werden kann. Also, dass wenn du durch einen sicheren Drittstaat gekommen bist, sich die Mitgliedstaaten auch überlegen können, naja, die Person ist davor schon durch die Türkei gereist, also können sie auch schon inhaftiert werden eigentlich. Und das ist das, was wir gerade dann auch sehen werden, wahrscheinlich an den Grenzen, dass es zu mehr Lagern kommt. Also, dass die Menschen eigentlich dort dann schon geprüft werden, ob sie überhaupt ein Recht auf Asyl haben. Und das sind so die zwei Kernpunkte. Und die Solidarität, die auch angesprochen wurde, ist also, dass man einen verpflichtenden Verteilungsmechanismus einführt. Der ist aber gescheitert. Also man kann sich auch freikaufen, eben, dass dann Menschen gar nicht verteilt werden, zum Teil auch auf die entsprechenden Länder. Und das waren so die zwei großen Fragen. Und da hängt noch sehr viel dran. Da sind noch viele Fragen offen, die ich auch selber noch habe. Aber das sind sozusagen die zwei großen Punkte, die ich sehe oder die auch sehr kritisch gerade natürlich besprochen werden. Ja. Was ich gerne ergänzen würde, ich halte mich zurück mit juristischen Details bei nicht juristischem Publikum und würde das sonst in die Diskussionsrunde verlagern, wenn es dazu noch irgendwie spezifische Nachfragen gibt, können wir da gerne in die Tiefe gehen. Aber was mir wichtig zu ergänzen scheint, was jetzt Franziska schon angesprochen hat, ist die Frage der sicheren Drittstaaten. Da sind zwei Punkte für mich relevant. Zum einen das Senken der Schwelle oder der Hürde, unter welchen Voraussetzungen ein Staat als sogenannt sicher betrachtet werden kann. Und zum anderen aber auch, was das bedeutet. Weil das ist eine sogenannte Eintretensvoraussetzung, also die, wenn geprüft wird, ob eine Person durch einen sogenannten sicheren Drittstaat gereist ist und dann auch dahin zurückkehren soll, führt das dazu, dass das Asylverfahren materiell, das heißt die Asylgründe, die Fluchtgründe werden nicht geprüft. Und das führt zu einer faktischen Abschaffung des Asylrechts in der EU. Also vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf die sichere Drittstaaten eingehen. Wisst ihr, was denn, wie diese Kriterien gesenkt worden sind, ab wann man einen sicheren Drittstaat deklarieren kann und ab wann nicht? Also das, was ich weiß, und korrigiere mich gerne, ist, dass man jetzt nicht mehr die Genfer Fluchtkonvention unterschrieben haben muss. Das war aber zum Teil davor auch schon so, dass es immer wieder da sehr weiche Kategorisierungen gab und das auch zum Beispiel in Griechenland könnte man jetzt sagen, okay, wir kategorisieren dieses Land als sicher und aus den verschiedensten Gründen oder dass auch einzelne Teile des Landes jetzt für sicher gelten können und andere eben nicht. Also es ist sehr schwammig es wurde eigentlich komplett aufgeweicht, ne? Auch die Situation, an der es eigentlich festgemacht werden soll. Aus meiner Perspektive da vor allem wichtig ist, dass die Voraussetzung des Bezugs zu dem Land wegfallen soll. Also bisher, gestützt auf die EU-Direktive, braucht es eine Beziehung zu dem Land, das als sicher betrachtet werden soll. Und das soll wegfallen. Und das führt dann eben dazu, dass reine Transitstaaten zu sicheren Drittstaaten erklärt werden können, auch wenn Personen keine wirklichen Beziehungen zu diesem Staat haben. Das erscheint mir ein wichtiger Punkt. Aber was ich auch sagen möchte oder was ich betonen möchte, was jetzt mit diesem Aufweichen der Kriterien des sicheren Drittstaats passiert, ist eigentlich ein rechtliches Nachvollziehen von einer politischen Realität. Also einen Staat als sicher oder nicht sicher einzustufen, das ist eine politische Entscheidung. Das sehen wir in der gelebten Realität, insbesondere eben auch in der Türkei oder im Zusammenhang mit dem EU-Türkei-Deal oder dem noch weitergehenden Joint Ministerial Decision in Griechenland. Da können wir sonst auch noch weiter darauf eingehen. Dass da eigentlich abweichend von den geltenden Regeln schon entschieden wird, dass ein Land sicher ist oder sogenannt sicher ist, um
einen politischen Willen oder ein politisches Ziel durchsetzen zu können. Und das wird jetzt rechtlich nachvollzogen. Aber an sich ist die Anwendung des Konzepts heute schon problematisch. Also im Juni 2021 wurde ja seitens Griechenland schon die Türkei als sicherer Drittstaat dargestellt für Menschen unter anderem aus Somalia, unter anderem aus Afghanistan und aus Syrien. Vielleicht, du hast jetzt 1,5 Jahre an diesem Gutachten recherchiert. Kannst du ganz kurz sagen, wie denn die Situation von diesen Geflüchteten in der Türkei konkret ist? Das größte Problem, das alle Personen, mit denen ich Interviews geführt habe, genannt haben, ist der fehlende Zugang überhaupt zum Verfahren, um entweder internationalen Schutz oder temporären Schutz für SyrerInnen. Da gibt es eine spezielle Regelung oder einen speziellen Schutzstatus, den SyrerInnen grundsätzlich bekommen könnten. Und das Hauptproblem ist tatsächlich der Zugang dazu, also dass Registrierung faktisch nicht mehr möglich ist, schon seit vielen Jahren nicht mehr möglich ist. Und jetzt, wie es auch Human Rights Watch und Amnesty International in wirklich großen Berichten letztes Jahr veröffentlicht haben, dass viele Personen, also dass es systematische Deportationen und Pushbacks gibt nach Syrien, aber auch nach Afghanistan in den Iran. Ich erinnere mich da immer an die Erzählung meiner Kollegin Valeria Hensel, mit der wir die Flucht und Migration hier bei Medico bearbeiten, die vor kurzem dort war und die erzählt hat, dass sie Asylanwälte berichtet haben, dass Beamte der Taliban per Videokonferenz in diese Rückführungszentren geschaltet werden und dann darüber entschieden wird, ob die Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden oder nicht. Also ein Fakt, der hier in der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht für Aufmerksamkeit sorgt. Wenn wir jetzt mal von der Türkei weggehen, unser Fokus liegt ja eigentlich, das war auf den Lagern, da geht es auch in dem Buch drum, die Insel, sehr stark um die verschiedenen Arten von Lagern und man kann sagen, dass die griechischen Inseln eine Art Versuchslabor darstellen für die Umsetzung dieser jetzt kommenden auch EU-Abschottungspolitik. Wie ist denn die aktuelle Situation auf den Inseln bzw. auf Lesbos konkret? Ja, also ich glaube, es kennt noch jeder diese Bilder von September 2020, als Moria abbrannte und dieses Kartenhaus in sich zusammenfiel und eigentlich so eine Implosion auf einmal passierte. Ja, also diese ganz aufgestaute Druck der letzten Jahre fiel in sich zusammen im September 2020 und danach hörte man nicht mehr so viel. Und das hatte viel damit zu tun, dass dieses temporäre Lager, was danach dann errichtet wurde. Also das muss man sich so vorstellen, da ist jetzt ein Maschendrahtzaun drumherum, da steht an vielen Wochen, Tagen, Wochenenden noch immer ein Polizeibus davor. Da wird man jetzt durchgecheckt, bevor man dort reingeht, als Person, die dort wohnt. Und auch der Zugang wurde immer schwerer. Also der Zugang wurde schwerer für Journalisten, Journalistinnen, wurde auch für Organisationen zum Teil schwerer, weil es jetzt einfach ein kontrollierterer Zugang war. Und also das ist ein Modell, was wir jetzt auf den 5 ägäischen Inseln sehen. 3 von diesen Hochsicherheitslagern, die EU finanziert hat, sind jetzt geöffnet. 2 und 1 davon ist auf Lesbos und das andere ist noch auf Chios, sind noch nicht eröffnet, aber eigentlich schon fast fertig gebaut. Und jetzt sind momentan auf Lesbos, weil die Frage sich auf Lesbos bezieht, 2400 Personen ungefähr, würde ich sagen, ein bisschen mehr. Du warst jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon wieder ein bisschen weniger, weil wieder Menschen auf das Festland transferiert werden. Also es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass wenn die Population in den Camps zu hoch wird, dass dann Menschen transferiert werden. Und in den letzten Wochen hat es gerade wieder einige Bescheide gegeben. Von daher würde ich jetzt sagen, eher um die 2000, aber das... Ja, so um die 2000 immer, würde ich, genau, okay. Genau, und das ist natürlich viel weniger wie früher. Also wir hatten 20.000 Menschen im Januar 2020.
Wir hatten 13.000 Leute, die vor dem Feuer flohen, und mittlerweile sind wir bei 2.000. Und das hat aber auch viel damit zu tun, dass sich wahnsinnig viele Rechtsbrüche auch ergeben haben auf der Insel, dass die Menschen eigentlich kaum mehr ankommen auf der Insel. Und da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, da können wir auch zusammen nochmal drüber sprechen, dass es einfach sehr vieles ins Verborgen gerutscht ist, dass man die Leute nicht nur hinter den Lagern sozusagen kaum mehr sieht, sondern auch im öffentlichen Raum spielt das nicht mehr so eine Rolle. Ich meine, wir haben uns auch mal auf Lesbos getroffen. Es hat sich einfach ein ganz anderes Bild ergeben. Und das heißt aber nicht, dass sich die Notwendigkeit, darüber zu sprechen oder auch darüber zu berichten, eigentlich verschoben hat, sondern dass sich dass die Menschen immer weiter in gefängnisartigen Strukturen jetzt stecken und man auch durch die Kriminalisierung der humanitären Hilfe, durch den Abbau der Pressefreiheit, durch eigentlich den kompletten Abbau der Zeugenschaft entlang der Küste eine Situation erschaffen hat, wo es was Rechtsbrüche wie die illegalen Pushbacks und jetzt auch Entführungen möglich gemacht hat, die sich vor allem seit 2,5 Jahren enorm zugespitzt haben. Und das sehen wir immer wieder, oder man sieht die Überreste davon an den Küsten rumliegen, von zum Beispiel Kabelbindern oder einfach Pässen. Das sind so Spuren, die man noch sehen kann an den Küsten, aber es ist kaum mehr möglich, zu den ankommenden Booten zu kommen, einfach weil die Polizei einem davor den Weg versperrt, weil man kontrolliert wird, weil es kaum eigentlich noch eine Transparenz gibt, wer kommt wo an. Und es ist jetzt eben nicht mehr so, dass wenn ein Boot ankommt, dass jemand da mit einer Wärmedecke wartet oder dir einen Tee in die Hand drückt oder dass jemand registrieren kann, wie viele Leute setzen sich jetzt in den Bus und werden zum Registrierungspunkt gebracht, sondern da ist einfach niemand mehr außer Polizei und Küstenwache und eben sogenannte Grenzschützer, die zum Teil auch maskiert dann dort vor Ort sind. Und das ist, glaube ich, eine Realität, die gab es einfach noch nicht davor in dem Ausmaß. Und das hat sich enorm zugespitzt. Also diese Verschiebung ins Verborgene, ganz, ganz klar. Und da können wir auch nochmal gleich anknüpfen. Ja, das wurde jetzt auch das erste Mal von der New York Times per Video festgehalten, wie diese Entführungen stattfinden. Also nicht nur auf hoher See, sondern schon Leute, die auf europäischen, griechischen Boden angekommen sind, die entführt werden. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast ganz am Anfang von Moria geredet. Vielleicht können wir so eine kleine Genealogie der Lagerentwicklung kurz machen. Und du liest vielleicht einen Teil aus der Situation, wie sie bei Moria noch bestanden hat, das ja bis September 2020 gleich auf Lesbos existiert hat. Und dann können wir noch mal weiterreden, auch über die Arbeit vom Legal Center und über Kriminalisierung. Aber ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Ja, sehr gern. Also vielleicht noch mal kurz zum Kontext. Ich bin seit 2018 auf Lesbos und habe immer wieder von dort berichtet, aber auch von anderen Grenzorten, und kam eigentlich dorthin, weil ich für 2 Wochen für eine Reportage da war und hatte das Glück, eine kleine Wohnung zu finden. Die gibt es immer noch, also ich bin immer noch in der gleichen Wohnung und wollte eigentlich nur einen Winter bleiben, aber dann trifft man so viele tolle Menschen dort. Und eine davon war Mariam. Und sie treffe ich an einem, also wenige Monate, nachdem ich dort ankam. Und man nannte sie auch die mächtigste Frau von Moria, und darum geht es kurz. Sie trug viele Namen. Die Anwältin oder Mama Mariam waren die geläufigsten. Das erste Mal traf ich die mächtigste Frau von Moria Mitte März 2019 lachend am Haupteingang des Lagers. Mariam Janikusch schob ihr dunkelrotes Tuch von den Schultern und schüttelte den Staub aus. Die Hitze brannte an diesem Tag kleine Wellen in den Asphalt. Entweder versinkst du im Schlamm oder du wirst zur Rosine, sagte sie. Während ich versuchte, flach durch die Zähne zu atmen, war Mariam die Hitze nicht anzumerken. Ihr Blick war fokussiert, meiner hingegen schweifte nach der warmen Fahrradfahrt in alle Richtungen ab. Ich zog eine Wasserflasche aus dem Rucksack und fragte beim Kiosk nach ein paar Keksen. Mariam nickte und stellte 2 Stühle in den Kies. Dem einen fehlte die Lehne, dem anderen ein Bein. So saßen wir uns gegenüber, die Ellbogen auf die Knie gestützt, wie 2 Boxerinnen vor der ersten Runde, und mir wurde schnell klar, dass ich Mariam in den nächsten Jahren noch öfter sehen würde.
auch wenn ich das Gefühl hatte, dass wir noch Stunden hätten reden können. Ihr blieben nur wenige Minuten, bevor sie im Trubel des Lageralltags wieder verschwinden musste. Mariam war früh morgens um 6 Uhr aus dem Container im Inneren des Lagers gekommen, wo ihre beiden Töchter noch schliefen. Sie hatte sich von ihrem Mann verabschiedet, den sie meist bis zum Abend nicht mehr sah, und hatte sich das braune Lederbuch für ihre Notizen unter den Arm geklemmt. Sie waren in Dixie-Toiletten und Zelten vorbeigelaufen und am Eingang des Abteils für unbegleitete Minderjährige stehen geblieben, um einen der Jungen zu fragen, wie es ihnen in dieser Nacht ergangen war. »Keiner gestorben, Madam«, sagte der nur und drückte sich an ihr vorbei zur Essensausgabe. Nach dem langen Winter von 2018 war das Lager mittlerweile dreifach überbelegt. Immer wieder kam es zu blutigen Schlägereien unter einzelnen Gruppen, die Mariam in den Griff bekommen wollte. Sie selbst war erst Ende Januar 2019 in Moria angekommen. Eine Woche später wurde sie zur Leiterin der afghanischen Gemeinde im Lager gewählt. In der Folge war sie als erste Frau dafür verantwortlich, die Interessen aller Afghaninnen vor der Campverwaltung zu vertreten. Später drückte sie es so aus, dass die Rolle als Leiterin vor allem eine symbolische Bedeutung gehabt habe. Ihre Mittel, den Menschen wirklich zu helfen, waren jedenfalls von Anbeginn begrenzt. »Eine der Frauen, die ich jeden Tag sehe, braucht dringend eine Prothese«, sagte sie. »Doch hier auf der Insel gibt es überhaupt niemanden, der solche Prothesen herstellt. Und aus Athen werden sie kaum bestellt.« Ein Beispiel von vielen Hürden, die Mariam im Alltag nicht überspringen konnte. Schon auf dem Weg zu den Büros der Hilfsorganisation oder der Campverwaltung liefen ihr jeden Morgen die Frauen und Männer hinterher. Sie stellten Fragen wie, wo finde ich meine Frau? Warum ist mein Interview erst in 2 Jahren und das von meinem Nachbarn in einer Woche? Wir kommen doch aus der gleichen Region und kamen am gleichen Tag an. Warum sitzt mein Mann seit der Ankunft im Abschiebegefängnis? Wo bekomme ich Milchpulver für mein Kind? Warum gibt der Militärarzt bei Tuberkulose nur Paracetamol? Mariam versuchte zu vermitteln, doch sie steckte selbst mitten in ihrem eigenen Asylverfahren und hatte 2 schulreife Kinder in dem Container sitzen, während die Zahl der Bewohner und Bewohnerinnen im Camp auf 10.000 stieg und die Bürokratie ins Stocken geriet. Ich springe ganz kurz noch zur letzten Stelle. 6 Monate später... Entschuldigung. Als Mariam in Moria ankam, habe sie geglaubt, nicht in Europa angekommen zu sein. Die Menschen kochten mit Feuer, bauten sich Hütten, schleppten Wasser über weite Strecken. Ich kannte dieses Leben von den Nomaden, mit denen ich früher lebte, sagte sie später. Aber sie dachte sich auch, dass das schon eine Weile gehen würde und sie auch beides unter einen Hut bekäme. Die Belange von über 8.000 Afghaninnen und die Bedürfnisse ihrer eigenen Familie. Mit der Zeit wuchsen die Zweifel. 6 Monate später trafen wir uns auf einer Bank am Hauptplatz von Mytilini wieder. Diesmal trug sie kein Notizbuch mehr bei sich. Das Ehrenamt der Vermittlerin hatte sie aufgegeben. Ja, vielen Dank für diesen Eindruck aus dem Lager Moria. Was mir jetzt aufgefallen ist, während du das gelesen hast, ist, dass du als Journalistin ja prinzipiell Zugang dazu hattest. Etwas, was heute nicht mehr so der Fall ist, nachdem Moria abgebrannt ist, wurde ein neues Hochsicherheitslager in Kara Tepe, Mavrovoni, gebaut. Und der Zugang ist beschränkt und man weiß nicht, was mit den Leuten drinnen wirklich passiert. Vielleicht, Anina, könntest du ein bisschen was über die Erfahrungen eures Legal Centers erzählen zu den Einschränkungen, aber auch zur Kriminalisierung der Geflüchteten, die ja dort stattfindet? Große Frage. Also zum einen vielleicht, um klarzustellen, das Legal Center, das arbeitet nicht im Camp. Also wir haben ein Büro in der Hauptstadt Mytilini und grundsätzlich kommen unsere KlientInnen zu uns. Das heißt ein Grundsatzentscheid von uns, dass wir nicht im Camp arbeiten, weil wir an diesen Strukturen nicht teilhaben wollen. Natürlich, wenn die AnwältInnen etwas erledigen müssen, dann tun sie das. Aber so wie das Camp im Moment aufgebaut ist, hat es einen vorgelagerten Teil, wo dann so administrative Container oder Containern mit den administrativen Büros drin stehen. Also das ist nicht der Teil, wo dann die Leute tatsächlich wohnen. Das ist heute nicht mehr so, dass
Menschen, die nicht im Camp wohnen, Zugang haben zu den Wohnräumen. Was dazu kommt, ist ja auch, dass Videos und Fotos verboten sind. Das hat zwei Rechtsgrundlagen, wenn man das so nennen will. Zum einen ist ja Mavrovouni das Camp, das ja behelfsmäßig nach dem Brand in Moria errichtet wurde auf einem alten Übungsplatz des Militärs gebaut. Das ist immer noch ein Areal, das im Besitz des Verteidigungsministeriums ist. Und deshalb gelten da bestimmte Regelungen nach Militärrecht. Und da dürfen keine Fotos gemacht werden. Aber dann ist es auch eine Anweisung von der Camp-Administration. Also, und das gilt tatsächlich auch für die Menschen, die da wohnen. Also das, nach außen wird das gerechtfertigt mit der Privatsphäre, die da geschützt werden muss. Aber es ist natürlich klar, dass es darum geht, dass möglichst wenig über die Bedingungen, die in den Camps herrschen, nach draußen dringen sollen. Das Camp, um bei dieser Genealogie noch kurz zu bleiben, Mavrovouni, das hat aus rechtlicher Perspektive drei Formen durchgemacht. Das war zuerst als temporäres Reception and Identification Center, wurde das eröffnet, eben als temporäre Lösung eigentlich gedacht, nach dem Brand in Moria. Dann wurde das temporary gestrichen und es war ein Reception and Identification Center. Und jetzt ist es formal, auch wenn baulich nicht vergleichbar mit zum Beispiel Samos oder Leros, ist es eigentlich ein Close Control Access Center bereits. Da wird in Kürze ein Bericht erscheinen vom Legal Center Lesbos zusammen mit dem Feminist Autonomous Research Center zu der Pandemie. Der Bericht zeigt dann auch, wie die Restriktionen der Pandemie, da musste ich auch daran denken, als du vorhin gesagt hast, die zunehmende Repression oder Einschränkung der Bewegungsfreiheit auch von Personen, da hat die Pandemie auch sehr klar einen großen Beitrag dazu geleistet, um eigentlich schleichend sozusagen mit der Rechtfertigung des Gesundheitsschutzes immer restriktivere Maßnahmen zu ergreifen. Und so durch die Pandemie ist eigentlich schleichend oder ja eine fast nicht spürbare Transition zwischen Quarantäne und pandemiebedingten Einschränkungen dann eben zu diesem Close Control Access Center übergegangen, das jetzt seit November 2022 formal als solches gilt. Was war der zweite Teil der Frage? Ah ja, die Kriminalisierung. Sorry, mein Fehler. Ja, weil das ist, muss ich ein bisschen woanders ansetzen für den zweiten Teil der Frage. Die Kriminalisierung, du hast es bereits erwähnt, das ist zum einen die Kriminalisierung von Unterstützung, aber was das Legal Center eines der Haupttätigkeitsgebiete, sage ich mal, von uns, ist die Rechtsvertretung von Personen, die als sogenannte Boat Drivers angeklagt werden, wegen Verletzung der Antischmuggel-Gesetzgebung. Und da sehen wir nicht nur, in Anführungsstrichen, in Griechenland, sondern auch in anderen Staaten der EU, die Entwicklung, dass Personen, die selber als People on the Move ankommen, dann mehr oder weniger willkürlich aus den Gruppen herausgegriffen und als Schmuggler angeklagt werden, weil sie dann eben als die Boat Drivers waren, welche das Boot an die Küste gebracht hat und damit dann auch zur illegalisierten Einreise aller Personen auf dem Boot angeblich beigetragen haben und deshalb eben als Schmuggler verfolgt werden. Ich verwende hier bewusst das generische Maskulinum, weil mir persönlich ist kein Fall bekannt von einer Frau, die als Schmugglerin angeklagt worden wäre. Also da gibt es auch klar, ja, ein, sage ich mal, narratives Element zu
der Frage, wie diese Fälle konstruiert und wie die Personen ausgesucht werden, die da als Schuldige inszeniert werden. Kannst du vielleicht noch etwas zu euren Erfahrungen dieser Gerichtsprozesse sagen? Wie läuft es ab? Wie lange dauern die? Wie sind die Verurteilungsraten? Ich habe da mal Zahlen gelesen, die sehr schockierend waren. Vielleicht kannst du da eure Erfahrungen noch schildern. Also grundsätzlich ist es so, dass Personen, die in Griechenland in Haft sind, im Zusammenhang mit Schmuggelvorwürfen, entweder verurteilt oder noch in Untersuchungshaft, das ist die zweitgrößte Gruppe an Häftlingen innerhalb der griechischen Gefängnispopulation nach Drogendelikten, kommen direkt die SchmugglerInnen. Da gab es eine Studie, an der auch wieder die bereits erwähnte Kollegin Valeria beteiligt war, die 48 Fälle untersucht haben und da festgestellt haben, dass in Verfahren, die weniger als 30 Minuten gedauert haben im Schnitt, Personen verurteilt wurden zu im Schnitt 50 Jahren Haftstrafen. Was wir im Moment feststellen, ich würde das jetzt noch nicht als gesicherte Tendenz betrachten wollen, ist, dass in Berufungsverfahren, dass es teilweise Freisprüche gibt, weil tatsächlich einfach keine Beweise vorliegen. Oder dass dann, wenn es keine Freisprüche gibt, dass die Haftstrafen so, also das Sanktionenrecht in Griechenland, ich glaube, das versteht kein Mensch außer die griechischen AnwältInnen, das ist wirklich so kompliziert, wie dann die Länge der Haftstrafen berechnet wird. Aber was wir jetzt in der letzten Zeit gesehen haben, dass in Berufungsverfahren die Haftstrafen so berechnet werden, dass die Personen relativ bald dann ein Gesuch auf vorzeitige Entlassung stellen können. Was ich natürlich immer noch nicht als Erfolg würde verbuchen wollen, weil immer noch Menschen, die flüchten, genau dafür bestraft werden und in Verfahren, die nie hätten stattfinden sollen. Von daher ist es im Moment, ja, das kann ich nur eine Zwischenbilanz ziehen. Und Franziska, wie hat sich deine Arbeit als Journalistin in den letzten 5 Jahren, bist du jetzt dort, wie hat sich die geändert? Kannst du da deine Erfahrungen schildern? Ja, also du hast vorher auch gesagt, ne, ich konnte auch damals in Moria nicht in das Kernlager reingehen. Also das war schon immer ein Militärgebiet in irgendeiner Form. Das sind die meisten griechischen Lager sind auf dem Militärgebiet errichtet worden oder waren auch unter der Führung des Verteidigungsministeriums. Das heißt, es war immer schon so ein Kernlager da, wo man nicht rein konnte. Und dann gab es aber, dadurch, dass da nur 2800 Plätze waren, hat sich da eigentlich eine Stadt drumherum entwickelt, wo die Menschen selbst organisiert lebten, wo sie Feuer machten, wo sie Zeltstangen in die Hand gedrückt bekommen haben und dann hieß es nach der Ankunft so, jetzt hier wirst du dir selbst überlassen, wie du dich jetzt hier einrichtest. Es war ein Ort, der dich nicht willkommen geheißen hat, auf keinster Form. Den hast du schon gerochen, bevor du ihn gesehen hast. Und das war aber tatsächlich paradoxerweise zum Arbeiten journalistisch viel einfacher, weil man konnte einfach durch die Olivenhaine sich durchschlagen und war bei den Menschen. Und das war mir oft am Anfang sehr unangenehm, weil man tatsächlich immer das Gefühl hat, du stehst im Wohnzimmer oder im Badezimmer von der Person, einfach weil es keine Privatsphäre gibt. Und gleichzeitig hast du aber Leute, die auf dich zukommen und die mit dir sprechen und die erzählen, was ist letzte Nacht passiert, was ist am Tag davor passiert, was haben sie erlebt und auch ganz viele sprechen wollten. Und du sitzt dann dort und fängst an, zuzuhören und das war möglich. Also es gab auch eben diese Momente, die mir immer sehr wichtig sind, der Stille dazwischen. Also wenn, also diese medialen Höhepunkte, die man ja oft mitbekommt, das ist jetzt ein Feuer oder man hat irgendeinen ganz besonderen Gerichtsfall, der erzählt immer nur einen gewissen Ausschnitt, aber was in der Stille passiert, wenn man Karten spielt, wenn man über die Fußballergebnisse spricht, wenn man über Liebeskummer spricht, wenn du das
Gefühl hast, so, okay, du bist jetzt nach dem Essen voll und musst dich erstmal zu zweit da so hinlegen und irgendwie an die Zeltdecke gucken, da kommen ganz andere Gespräche raus. Und das ist natürlich für mich als Journalistin immer ganz wichtig, dass ich am Anfang klar mache, okay, ich bin hier, ich höre dir zu und ich bin hier in meiner journalistischen Rolle. Aber für mich als Reporterin ist es auch wichtig, den Menschen nahe zu kommen und sie auch zu verstehen und auch ihnen zu verständlich zu machen, dass ich nicht nur Fragen an sie stelle, wo kommst du her, warum bist du hier, was ist dein Fluchtgrund, weil du hast ja, wenn du flüchtest, sofort so ein Aushängeschild auf der Stirn, irgendwie so, jeder kann mich alles fragen und da ist dann erstmal so ein Check-up, also es steht da jetzt eine Polizistin mir gegenüber oder noch irgendwie ein Beamter oder auch die Möglichkeit eben zu sagen, nee, ich will jetzt nicht erzählen oder nochmal Fragen beantworten und das war möglich, also dieses sich Zeit zu nehmen und eben jetzt auch wie mit einem Menschen wie Mariam ins Gespräch zu kommen, was dann Zeit braucht. Also die Geschichte, das ist jetzt nur der Anfang. Wir haben uns 4 Monate lang immer wieder getroffen und das war eben möglich. Also man konnte raus und das veränderte sich drastisch danach. Also das war so, dass ich wusste, als nachdem die Menschen dann geflohen sind, wirklich aus dem Brand von Moria und 5 Tage oder 6 Tage dann obdachlos dort schliefen auf dieser Zufahrtsstraße, weil die eingekesselt waren von der Polizei. Also sie durften nicht raus aus diesem Kessel, weil es war die Pandemie. Die Polizei hat die Menschen dort so zusammengefasst vor diesem Lidl, den wir alle kennen in Lesbos, der auf einmal geschlossen war. Also es war ganz gespenstisch nach dem Feuer. Es war ein leerer Parkplatz beim Lidl. Bei der Tankstelle hat man das Wasser abgedreht. Die Leute haben dann angefangen, die Wasserleitungen von den Bewässerungsanlagen anzuzapfen, um was zu trinken, weil sie kein Trinken bekommen haben. Also das war dann auf einmal so eine Ausnahmesituation. Und gleichzeitig errichtete man auf diesem ehemaligen Schießübungsplatz eben dieses Lager und Mavrovuni jetzt. Und das war natürlich klar, man musste ja irgendwie eine Lösung finden. Also man flog dort zum Teil auch die Zelte hin oder fuhr sie da hin, durch diese Menschenmenge durch. Und als dann die ersten Menschen dort anstanden und es auch so Flugzettel gab, also so Flugblätter vom Migrationsministerium, wo es hieß, traut nicht den NGOs, traut nicht den Journalistinnen, die euch irgendwie sagen, geht da nicht rein, sondern ihr müsst da jetzt rein, also ja, das war wirklich so, es gab überall diese Papiere. Das war der Moment, wo ich auch wusste, okay, jetzt komme ich nicht mehr an die Leute ran. Also ich sah sehr viele Leute, die ich natürlich kannte, aus dem Lager dort anstehen und das war eigentlich einer der schwersten Momente und ich meine, es geht nicht um mich bei der ganzen Geschichte, aber das war, glaube ich, für mich einer der emotionalsten Momente, weil ich verstand, dass sich jetzt nachhaltig was verändern wird, nämlich, dass man nicht mehr ins Gespräch kommt. Und das war auch so. Also es war danach eigentlich nur mehr möglich, zu telefonieren zum Teil. Oder weil es noch Pandemiebeschränkungen gab, sind die Leute 2-mal in der Woche rausgekommen. In den Anfangswochen, das ist jetzt anders. Also wir haben uns dann beim Arztbesuch getroffen oder wenn die Leute auf dem Weg zur Anwälten, Anwältinnen waren, wenn sie mal zum Basketballspielen ins Community Center gegangen sind oder so. Aber das waren wirklich so Ausnahmen und auch die psychischen Belastungen haben dann interessanterweise zugenommen, gerade bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Ich habe dann ganz viele Bilder immer gesehen, wie Kinder auch von dem Feuer gemalt haben, aber auch wirklich von dem Maschendrahtzaun auch und einfach diese gefängnisähnliche Struktur dann immer wieder in Gesprächen auftaucht. Also dieses Unverständnis auch, warum sind wir jetzt hinter Maschendrahtzaun? Und sich die Gesprächskultur einfach verändert hat. Und das, sage ich mal, ist so auf persönlicher Ebene ganz schwierig gewesen. Und dann muss man sich es ja so vorstellen, also es gab dann die Eröffnung des Lagers in Samos. Und ich habe das besucht bei den Bauarbeiten. Ich war bei der Eröffnungsfeier dabei und ich war dann auch später nochmal, ein paar Monate später im Lager. Und wir standen dort vor diesen Drehkreuzen. Das sind so Drehkreuze, die du nur freischalten kannst durch eine Chipkarte. Jede Person, die jetzt dort reingeht, hat eben eine Chipkarte. Es ist eine Drohne drüber geflogen. Du hast Maschendrahtzaun, du hast NATO-Stacheldrahtzaun. Du hast so reflektierende Container überall. Also es ist wahnsinnig steril, es gibt keinen Schattenplatz. Und
Und da kommst du halt auch als Journalistin nur noch rein, wenn du mit dem Campleiter oder mit der Polizei reingehst. Und ich glaube, bei vielen auch investigativen Recherchen später und so weiter, was dann alles folgte, und ich halte mich jetzt kurz, ich verspreche es, aber war es, dass wir eigentlich keine Antwort mehr bekamen. Also ich habe jetzt auch erst wieder vor ein paar Wochen mit dem griechischen Migrationsministerium eine Anfrage gestellt zur Konfrontation auch von einigen Fakten. Und da ist es dann oft so, dass wir einfach keine Antwort bekommen. Und mit wir meine ich auch viele Kollegen, Kolleginnen. Und auch sich natürlich da die Situation total zugespitzt hat. Also dass sehr viele Leute auch zum Teil wegen Spionage oder wegen irgendwelchen anderen Vorwürfen auf den Polizeistationen sich auf einmal wiederfanden, Kollegen, Kolleginnen über 2-3 Tage festgehalten wurden, weil sie ein Foto von dem Hafen gemacht haben, dann später vor Gericht standen. Also es hat sich so eine Atmosphäre der Angst wirklich auch breit gemacht. Ich benutze dieses Wort nicht leichtfertig, aber vielleicht kannst du da auch nochmal vielleicht mehr von der organisatorischen, also von den humanitären Organisationen aus sagen, ob du das Gefühl hast, also das ist so mein Gefühlslage ist schon, dass alle irgendwie vorsichtiger geworden sind. Was sagt man? Wer hört zu? Eben das, was du auch sagtest von den Bildern. Ne? Also was geht raus? Bringe ich Leute damit in Gefahr, ne, wenn sie sprechen? Also all diese Fragen. Und das hat sich einfach enorm zugespitzt. Also es ist diese Isolation eben, die ist einfach ja, immer weiter, hat sich in alle Bereiche ausgeweitet, eben auch in den Journalismus. Und das ist eben auch mein großes Bedenken, dass ich auch das Gefühl habe, dass sich das mit den neuen Entscheidungen eben nicht bessern wird. Ne? Weil die Haftlage oder auch Detention Center, die ja auch früher schon existierten, also ich kenne kaum eine Journalistin, die da Zugang hatte. Und ja, also das macht mir eigentlich sehr, sehr große Sorgen. Arbeitet ihr auch mit einem Gefühl der Angst oder der Vorsicht als Legal Center oder wie sind eure Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren gewesen? Ein Gefühl der Vorsicht, ja. Also ich kann schon bestätigen, was Franziska da beschrieben hat, dass es ist eine Realität, dass wir davon ausgehen müssen, dass unsere Arbeit stört. Und das, was stört, potenziell Ziel von Repression werden kann. Also ich bin davon überzeugt, dass wir nichts machen, was strafrechtlich belangbar wäre. Wäre das Strafrecht denn tatsächlich neutral, was ja Recht nie ist. Recht ist immer politisch. Recht wird immer in einem politischen Kontext angewendet. Und eben was ich vorhin schon kurz angeschnitten habe mit dieser Weaponization, was wäre das auf Deutsch, mit dieser zur Waffe machen, ja, des Strafrechts im Zusammenhang mit diesen Boat Driver Prozessen, das sehen wir schon auch auf Solidaritätsstrukturen gerichtet. Da berichtest du ja auch in deinem Buch von einem Fall, der jetzt im Januar vor Gericht war, den wahrscheinlich viele kennen von Sara Martini. Gibt auch den Netflix-Film, den ich nicht gesehen habe. Ich auch nicht. Soll ich was dazu noch sagen? Nee. Ich hätte noch eine abschließende Frage dann, aber ja. Nee, sag nur. Nee, wir haben ja jetzt diese Genealogie so ein bisschen nachgezeichnet, beginnend in Moria, das ähnlich gab es das ja auch auf der Insel Samos, Wathi, also in der Stadt an diesem Hang, vielleicht hat das jemand mal gesehen. Dann gab es so Zwischenlagerlösungen, eben wie in Mavrovoni oder Karatepe, ich weiß immer nicht, welcher Begriff der richtige ist, aber wahrscheinlich Mavrovoni. Und jetzt haben wir diese Entwicklung der CCACs, Closed Controlled Access Center, die du ja schon beschrieben hast in ihrer dystopischen Art der Anlage. Inwiefern fügen sich diese CCACs, die gibt es bald auf Lesbos, also nicht nur Mavrovoni, sondern auf einem Berg direkt neben der größten Müllkippe der Insel wird ein CCAC gebaut, auf Samos ist es fertig, auf Kos ist es fertig, noch 2 andere Inseln. Inwiefern fügt sich das jetzt in diese Entscheidung der EU-Innenminister dort, diese Grenzverfahren durchzuführen? Also da wurde ja quasi schon etwas gebaut,
ohne dass es die Entscheidung dafür gab. Als wir im August dort waren, waren da auf Samos von 2000 oder 3000 Plätzen waren 500 belegt. Und wir haben uns gewundert, warum sind da so viele Plätze gebaut worden. Inwiefern fügt sich das jetzt in diese Beschlüsse der EU-Innenminister ein? Also, ja, okay. Ja, magst du? Also, okay. Also ich glaube, dass, also genau, wir haben ein Lager, das ist meistens viel weiter weg wie die anderen davor. Also auf Lesbos wäre es so eine gute Stunde mit dem Auto. Also da ist kein Kiosk daneben, da kann man nicht einfach raus, so wie jetzt, und mal Tabak kaufen oder mit den Kindern ans Meer. Also das geht dann nicht mehr. Und das ist jetzt eben so aufgebaut, dass wir im hinteren Teil, es ist ein sogenanntes Prokeka, das ist ein Haftzentrum, wo mir auch der Campleiter übrigens in Samos einmal gesagt hat, da kann ich nicht mal mehr rein, ne? Da kann die Polizei rein, aber da habe ich dann eigentlich keine Kontrolle mehr. Und das ist wirklich dann abgeschirmt, das wäre dann sozusagen für diejenigen, wo ich jetzt vorher so ein bisschen verschwurbelt gesagt habe, das sind die 20%, die wirklich dort inhaftiert oder für 12 Wochen festgesetzt werden müssen, bis ihr Asylantrag dann geprüft wird, das wäre dann möglich dort. Aber genau, das ist eben, also es hat sich jetzt noch niemand öffentlich dazu geäußert, ob das dann dort umgesetzt werden würde. Und im vorderen Teil, der ist dann relativ offen, bis ich weiß nicht, jetzt ist es so, also es gibt immer eine Ausgangssperre, in Samos ist es, glaube ich, bis abends um 10, aber das ändert sich auch immer wieder, also es ist relativ willkürlich. Und da werden dann die anderen Asylantragstellerinnen, glaube ich, bearbeitet. Und ja, also das könnte natürlich dort umgesetzt werden. Es hat eine Kapazität jetzt von 3000 Menschen in Samos. Und das ist sozusagen die große Frage, und da könnte ich vielleicht auch noch kurz einen Teil lesen aus Leros, weil es gibt eine Insel, die ist sehr klein, kleiner, auch wie Lesbos definitiv. Und da sind schon seit sehr, sehr vielen Jahren, werden dort Menschen immer wieder, sag ich mal, ausgelagert, weil Inseln, ja, wenn man jetzt in die Literatur guckt oder auch in die Geschichte, wir kennen es alle auch so, dass es immer wieder Gefängnisstrukturen auch schon dort gab, wo Menschen dann einfach hingebracht wurden, so aus dem Sichtfeld einfach weggeschafft wurden. Und das hat mich sehr fasziniert, dass es dort eigentlich so eine dreidimensionale Geschichte auch gibt auf Leros. Und da habe ich einen ehemaligen Mitarbeiter des UNHCR getroffen, der dort mal die Leitung hatte für die Gruppe dort. Und der ist dann zum Orangenbauer geworden. Also er würde mir jetzt den Kopf abreißen, er macht auch noch Zitronen und viele Nüsse und so. Aber Janis Repapis, und den traf ich auf Leros. Und da gibt es so einen ganz kleinen Teil, den ich noch mal kurz vorlesen kann, weil es da auch dann drum geht, wovor er auch mit dem Wissen, was er schon auch hatte in den letzten Jahren und gesammelt hat, wie es dazugehen könnte eben. Hier sind Sachen passiert, die eigentlich nie hätten passieren dürfen, sagte Janis auf der Terrasse vor seinem blauen Haus. Als die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im März 2020 darauf beharrt hatte, Griechenland sei das Schutzschild Europas, habe er lange überlegt, was das bedeutete. In den wöchentlichen Meetings beim UNHCR habe es oft geheißen, effektiver Grenzschutz müsse mit den Menschenrechten vereinbar sein. An diese wohlklingenden Worte glaube er schon lange nicht mehr. Eine harte Grenze aufrechtzuerhalten sei in der Praxis nur unter Anwendung von Gewalt gegen Menschen möglich. Nur durch das Zurückdrängen von Booten auf dem Meer oder bürokratische Gewalt, wie beispielsweise die Aushebelung des Rechts auf Asyl im März 2020. Vieles, was Janis in den letzten Jahren gesehen hatte, konnte er nicht mehr vergessen. Da waren Menschen, die keine medizinische Behandlung bekamen, weil es keinen Zahnarzt gab, der sie hätte behandeln können. Er traf Kinder, die ihre Familien im Meer verloren hatten und sich an niemanden wenden konnten. An allen Ecken und Enden fehlten die Mittel, an der humanitären Notlage vor Ort etwas zu ändern. Die eigene Arbeit, sagte Janis, habe sich oft angefühlt, als würde er noch die Überreste eines Hauses stützen, das schon lange zusammengebrochen war. Obwohl auf Leros viel weniger Menschen ankamen als auf den anderen Inseln, steckten die Menschen auch hier nach der EU-Türkei-Erklärung vom März 2020 in Asylverfahren fest.
Nordmazedonien hatte am 9. März 2016 die Grenzen geschlossen und die Umverteilung der Geflüchteten in die 27 EU-Länder ging kaum voran. Kurz nachdem im Juni 2015 tausende Menschen die griechischen Inseln erreichten, hatte der UNHCR den Notstand für Griechenland ausgerufen und das Land in ein großes Einsatzgebiet verwandelt. Die Organisation war danach mit 600 Personen an 12 Standorten präsent. Doch die Abhängigkeit von den europäischen Geldgebern brachte enorme Probleme mit sich. In einem Bericht des Guardian aus dem Jahr 2017, der die Verwendung der 803 Millionen Euro Hilfsgelder in dieser Zeit untersuchte, wurde die griechische UN-Mitarbeiterin Fotini Ratsio mit den Worten zitiert: Anstatt sich für den Schutz von Flüchtlingen einzusetzen, haben sie, in Klammern der UNHCR, aus Angst vor den politischen Konsequenzen geschwiegen. Selbst wenn sie diese Politik kritisieren wollen, die gegen ihre Prinzipien verstößt, konnten sie das nicht. Eines der Kernprinzipien des UNHCR-Mandats, sich auch über die konsequente Kritik an den zuständigen Behörden für den Schutz von Geflüchteten einzusetzen, schien damit von Anfang an kompromittiert. Auf Leros hatte es, wie auf den anderen ägäischen Inseln, trotz der immensen humanitären Koordination lange Zeit an der allernötigsten Infrastruktur gefehlt. Anfangs habe es in dem Empfangslager, das in den alten italienischen Kasernen am Hafen von Lucky errichtet worden war, kein Klempner gegeben, der zum Beispiel ein verstopftes Klo reparieren konnte, und auch kein Arzt zur Untersuchung von besonders schutzbedürftigen Personen, erzählte Yannis. Viele Notfallsituationen hätten in einer bloßen Verschiebung der Zuständigkeit geendet, womit am Ende des Tages oft niemandem geholfen war. In Verwaltungsfragen sei oftmals das Zufallsprinzip angewandt worden. Jeder, der gerade ein Problem sah, versuchte ad hoc eine Lösung zu finden. Wie so oft auf der Insel, etwa beim Waldbrand oder im Notfall in der Nachbarschaft, half man sich gegenseitig spontan. Doch angesichts der fortschreitenden Dauer des Ausnahmezustands funktionierte diese Taktik nur eingeschränkt. Durch die Müdigkeit, die irgendwann eintrat, seien Fehler passiert, die Stimmung schlechter geworden und am Schluss habe niemand mehr gewusst, wer für welchen Bereich verantwortlich gemacht werden konnte. Gemessen an humanitären Standards hätte es auch dieses Lager niemals geben dürfen. Nachts lag Yannis oft im Bett und fragte sich, wer dafür zur Rechenschaft gezogen werden konnte, wenn jemand starb oder keine medizinische Versorgung bekam. Was passierte, wenn die Polizei Gewalt anwandt und man selbst nichts dagegen tun konnte? Yannis haderte zunehmend damit, ein Lagersystem zu unterstützen, das Menschen mit jedem weiteren Monat an ihre mentalen und körperlichen Grenzen brachte. Es ist ja nicht so, dass man mit Gütern in einem Lager handelt, sondern mit Menschenleben, sagte er, auch wenn man sie gleich auf die gleiche Art und Weise in Excel-Tabellen einträgt. Als die Zahl der Ankommenden im Herbst 2019 wieder anstieg, wurde es im Lager immer enger. Viele Menschen mussten in die alten Behandlungszimmer der verdreckten Psychiatrieruine ziehen, auf alten Stahlgittern schlafen, ohne Strom oder sanitäre Anlagen. Kaum jemand fühlte sich mehr für die Menschen verantwortlich. Nach 3 Jahren wusste Yannis nicht mehr, warum er jeden Morgen an dem Schreibtisch in seinem UNHCR-Container zurückkehrte. Er kündigte Mitte Juni 2019: Wenn du mit den Zweifeln beginnst, ist es Zeit zu gehen. Da gibt es noch einen anderen Teil, aber der wird zu lang. Aber was ich sehr wichtig auch fand an seiner Perspektive war, und wir fuhren danach dann auf einen Hügel und er stand dort und wir sahen das neue Hochsicherheitslager und er sagte, es heißt, es wird mehr Sicherheit geben für die Bevölkerung auf den Inseln und es wird mehr Sicherheit geben auch für die Personen, die jetzt dort auf einen Asylantrag oder auf das Ergebnis ihres Asylantrags warten. Aber ich habe mehr Angst, weil wir jetzt nicht mehr reinkommen. Und das war eine Situation, wo ich auch gemerkt habe, jederzeit können sich auch die Zahlen wieder erweitern. Jetzt, damals waren es eine Handvoll Menschen, die in Leros in diesem Hochsicherheitslager waren. Und das war eigentlich auch dieser Teil, der ihm so Sorgen machte. Ne? Also was passiert, wenn eben es wieder mehr Menschen dort gibt, wenn wieder mehr Menschen dort Platz finden müssen und es dann auch niemanden gibt, der die Zustände kontrollieren kann, beziehungsweise diese Drehkreuze zuschnappen, weil das war zumindest früher eben nicht der Fall. Da hat dann jeder sich irgendwie so geholfen. Man hatte dieses Zufallsprinzip. Aber das ist eigentlich auch eine der großen Fragen, die jetzt auch mit der Entscheidung von letzter Woche zusammenhängen. Was, wenn sich diese Lager auch wieder füllen und wenn es eben nicht 3000 Plätze sind und wenn die nicht ausreichen? Und das ist nochmal so ein Punkt.
Bevor wir zur letzten Fragerunde kommen, vielleicht noch an Nina. Wie sieht denn die Möglichkeit von rechtlicher Vertretung aus von diesen Menschen in diesen Lagern? Ist das gegeben? Soll das eingeschränkt werden? Oder wie ist ja die Situation? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht für die anderen Inseln sprechen kann. Ich weiß zum Beispiel, also auf Samos ist das Camp ja viel näher an der Stadt als jetzt auf Lesbos, und es hat auch eine Busverbindung. Und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, der auf Lesbos anders... Zweimal am Tag, oder? So was, als wir dort waren. Also der Bus fährt, aber er fährt extrem selten, leider. Besser als keiner. Und es wird... Also für die das nicht wissen, eben Vastria, das Camp, das gebaut wird auf Lesbos, das ist im Herzen eines riesigen Pinienwaldes. Also da wurde eine ziemlich große Fläche gerodet, da ist nichts. Und es ist faktisch nicht möglich, nach Mytilini in die Stadt zu laufen, was jetzt die meisten Leute machen. Oder Leute, es gibt auch einen Bus von Mavrovoni in die Stadt. Es sind eben ungefähr 45 Minuten zu laufen. Viele Leute haben auch ein Fahrrad. Also das ist relativ beweglich, würde ich jetzt mal sagen. Und in Vastria wird das anders. Und wie dann da der Zugang hergestellt werden kann, das ist alles noch offen, weil es ist ja auch so, dass die Eröffnung dieses Camps, dieses Lagers immer weiter rausgezögert wird, was dann auch dazu führt, dass die solidarischen AkteurInnen auf der Insel auch nicht planen können. Also es ist dann die Frage, welche Organisationen sind dann überhaupt noch da, welche Räume gibt es, welche, ist es irgendwie möglich, da in der Nähe was aufzubauen? Das ist alles noch mega unklar. Natürlich werden wir alles daran setzen, die Rechtsberatung fortsetzen zu können, aber wie das dann genau ausschaut, das kann ich jetzt nicht vorhersehen. Und was ich wichtig finde, an dem, was du gesagt hast vorhin, eben mit diesem Detention-Teil und dem, sagen wir mal, offeneren Teil, wo es in Samos eben auch so ist, dass die Leute raus und rein können innerhalb eines gewissen Zeitfensters, das kann ja dann auch schnell ändern. Weil die Lager werden jetzt so gebaut, dass es nicht mehr so einfach ist, also physisch einfach ist, rein und raus zu kommen. Da ist dann nochmal eine andere Schwelle an Kontrolle da. Eben jetzt auch schon in Mavrovuni ist es ein CCAC. Es gibt eine Curfew am Abend, wo man dann später nicht mehr raus darf. Im Moment ist es noch so, dass man später wieder reingelassen wird. Also es gibt ja auch Fälle von Samos, wo Leute vom Krankenhaus zurückgekommen sind, nachdem die Curfew vorbei war, also die Zeit also zu spät eigentlich zurückgekommen sind, und dann hat da das Security-Personal gesagt, ja, kannst auf dem Parkplatz schlafen. Das ist im Moment in Mavrovuni noch nicht so, aber in diesen neuen Lagerstrukturen ist das dann natürlich viel einfacher, dann auch aufhebbar, diese kleinen Reste an Bewegungsmöglichkeiten, die jetzt noch bestehen. Ja, ich finde eure Schilderung ziemlich deprimierend und würde gerne dann auch so ein bisschen ins Publikum öffnen mit der Frage, also wir haben ja über vieles jetzt noch nicht geredet, das ist ja ein sehr, sehr weites Feld, diese Entscheidungen jetzt vom vergangenen Donnerstag, was das konkret bedeutet, das muss auch noch teilweise analysiert werden, weil es viele Blätter Papier sind und da auch noch nicht die finalen Versionen stehen. Wir hätten darüber reden können, wie Grenzen immer mehr auch neben ihrer geografischen Eigenschaft eigentlich sich in ganz Europa ausdehnen, nehmen zum Beispiel Dublin-Rückführungen von Menschen, die weitergezogen sind, aber in einem Ursprungsland registriert worden sind, auf bis zu 3 Jahre erhöht worden sind. Das heißt, Kirchenasyl wird damit quasi unmöglich gemacht oder halt verewigt, weil man dann 3 Jahre irgendwie sich in der Kirche verstecken muss. Also das sind alles Themenfelder, über die wir noch hätten reden können. Ich will aber schließen mit der Frage, was
können wir dem entgegensetzen? Also was ihr macht ist, du schreibst journalistisch, empathisch, du bist keine Aktivistin, du bist Journalistin, aber es ist natürlich auch eine wichtige Sache, die du machst. Ihr führt den juristischen Kampf. Was können wir zum Beispiel dagegen tun, um diesen Mantel der Gleichgültigkeit auch zu zerreißen? 1993 beim damaligen Asylkompromiss waren Zehntausende von Menschen auf den Straßen, als es um die de facto Abschaffung des Rechts auf Asyl auf nationaler Ebene ging. Jetzt erleben wir eigentlich etwas Ähnliches auf gesamteuropäischer Ebene. Pro Asyl hat eine Demonstration organisiert, sehr, sehr gut, aber nur mit 1000 Leuten. Ich komme eigentlich aus München, wir haben mit 300 Leuten am Freitag in München demonstriert. Es hätten eigentlich viel, viel, viel mehr sein müssen. Also was können wir tun? Wie können wir den Mantel des Schweigens und der Gleichgültigkeit zerreißen? Over to you. Schwierige Frage. Ja, sagt ihr es mir? Also, wenn ich das wüsste. Ich kann mich nur dem eigentlich anschließen, was du gesagt hast, dass ich schon auch verwundert bin, wie wenig Gegenrede kommt außerhalb des Internets. Also ja, vielleicht müssten wir auch das dann später beim Bier besprechen. Ja, also ich finde das, was du auch gerade nochmal angesprochen hast mit den, es gibt ja auch physische Grenzen. Ne? Also wir haben, ich habe so eine Zahl gelesen beim Europaparlament, dass wir 2014 hatten wir noch 315 Kilometer Grenzzaun um Europa drumherum in den einzelnen Ländern oder dort drumherum gewunden, und jetzt sind es über 2400. Und das ist enorm, also wie sich auch das physisch nochmal natürlich auch anders gezeigt hat. Ne? Ich glaube, ich kann es natürlich nur aus meiner Perspektive journalistisch beantworten. Ich kann es aber auch einfach sagen, was mir Mut gibt, tatsächlich ist immer wieder den Menschen auch in den Mittelpunkt zu rücken. Ne? Also du sagst jetzt zum Beispiel, ich habe eine empathische Art, aber es geht natürlich auch darum, dass man, finde ich, auch sagt, okay, es wird hier so getan, als könnte man etwas menschenrechtlich umsetzen, wo es keine Modelle gibt, die das bisher gezeigt haben. Und es ist auch ganz klar, faktisch zu bezeugen, was hier gerade passiert. Und es ist keine emotionale Debatte, sondern eine sehr faktenbasierte Debatte. Und sich darauf wieder zu besinnen eben und das auch nachzulesen. Es gibt wahnsinnig viele investigative Recherchen. Es gibt sehr viele Studien, wie ich heute auch gelernt habe, die jetzt wieder rauskommen. Wissen ist, also bedeutet auch eben zu verstehen, was um einen herum passiert. Und ich glaube, da liegt eine unglaubliche Kraft auch drin. Und das gibt mir auch Mut, eben auch mit dem Blick auf die Menschen und sie auch weiter hörbar zu machen. Denn ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch eine große Rolle spielen, eben dass diese Räume immer enger werden. Und dass es für mich als Journalistin ganz wichtig ist, dass ich da den Fuß auch in der Tür halte, um zu sagen, ja, es gibt ein Recht der Öffentlichkeit, auch zu erfahren, was dort passiert. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mir wichtig ist. Ja. Ich stimme dir absolut zu. Und trotzdem möchte ich die Leute nicht aus der Handlungsverantwortung entlassen damit, weil das Wissen alleine reicht nicht, weil Wissen tun wir vieles und schon lange. Du hast den New York Times Artikel erwähnt. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Artikel natürlich, weil er zum ersten Mal auch Videobeweis eines ganzen Pushbacks gezeigt hat, vom Land bis in die Türkei, also vom Land im Sinne von auf der physisch angekommen sein auf der Insel Lesbos und dann wieder durch die Küstenwache zurückgepusht werden in die Türkei, dadurch, dass Menschen auf seeuntauglichen, manövrierunfähigen Rettungsinseln ausgesetzt werden. Und das wissen wir schon lange, das ist keine neue Information. Das Legal Center, das hat im Sommer 2020 den ersten
ausgedehnten Bericht dazu veröffentlicht, im Februar 2021 noch einmal einen Bericht, wo wir argumentieren, dass das, was in der Ägäis passiert, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Wir wissen das schon lange. Was wir machen müssen, ist etwas tun. Komischer Satz. Wir müssen machen, etwas tun. Aber ihr wisst, was ich meine. Einfach, natürlich ist es das Wissen mega wichtig und es ist die, auch die Grundlage für die Handlung. Aber was ja fehlt, ist die widerständige Praxis außerhalb einer kleinen Sphäre. Ja, wie können wir die Sphäre erweitern? Ich glaube, wir können jetzt mal ins Publikum geben und Katharina hat das Mikrofon hinten, oder? Genau. Genau, und meldet euch einfach. Ich würde sagen, wir sammeln, je nachdem, wie viele sich melden, können wir sammeln. Jetzt muss ich meine... Okay, ich nehme erst die Nicht-Medico-Kollegin dann. da vorne, genau. Melde ich nochmal? Ja. Ja. Hi, ja, danke. Ich habe ein paar Fragen nochmal an dich, Franziska. Du warst im Niger jetzt letztens. Ich habe gelesen, dass es die CCACs auch nicht nur in der Ägäis geben soll, sondern auch dort aufgebaut werden. Hast du Lust dazu was zu sagen? Das würde mich einmal interessieren. Dann habe ich noch zwei weitere Sachen. Eine Frage noch, ob die Personen, die Akteure, die politischen AkteurInnen, die hinter den CCACs stehen, alle schon richtig identifiziert sind und wenn ja, ob ihr wisst, was der Stand von Verhandlungen ist oder wie da auch Gerichtsprozesse dagegen stattfinden. Und das Dritte ist eine Einladung nach Brüssel Ende Juni. Genau, da werden die, genau, es gibt einmal Aktionstage am 30. Juli und am 1. Nee, sorry, ich kann es auch gleich nochmal, vielleicht erst die Fragen. Ja. Wollen wir noch sammeln oder reicht es erstmal? Dann, ja, mach also ich habe jetzt keinen Stift dabei, aber sorry. Ich kann mir deinen ausleihen. Ja. Nee, genau, ich würde da, also ich, es geht relativ schnell, auch die erste Frage kann ich nämlich nicht beantworten. Ich habe noch nicht von Close Controlled Access Center gehört im Niger. Hast du? Ja, okay. Ich war aber im IOM-Lager und in einem UNHCR-Lager in Agadez, das ist in der Wüstenstadt im Norden. Und es gibt verschiedene Modelle dort. Aber ich, also da weiß ich einfach gerade nicht, wie das aussehen soll. Und die zweite Frage kann ich auch nur schwer beantworten. Aber da könnt ihr vielleicht mehr sagen, was da jetzt für Akteure gerade eine Rolle spielen und ja, wie das rechtlich aussieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Frage nicht ganz verstanden, wen du meinst mit den politischen AkteurInnen richtig identifiziert und mit Gerichtsverfahren. Ich kann vielleicht kurz was zu Vastria sagen. Da ist ja im Moment, da wurde eine Beschwerde eingereicht im Zusammenhang mit Naturschutz, weil wie gesagt, das Camp wird inmitten eines riesigen Pinienwaldes gebaut, der teilweise auch geschützt ist als Naturschutzgebiet und die Zufahrtsstraße. Dagegen wurde eine Beschwerde eingereicht von umliegenden Kommunen unter anderem. Und da hat der State Council auch eine vorübergehende Sistierung des Weiterbauens dieser Straße entschieden. Im Dezember letzten Jahres war das für 6 Monate. Also das wird nächste Woche theoretischerweise auslaufen. Es gibt aber noch keinen Entscheid. Keinen definitiven Entscheid dazu. Aber das ist meines Wissens das einzige in dem Sinne Gerichtsverfahren, das es gibt gegen diesen Bau. Es gab auf Lesbos von ganz verschiedenen Seiten her Widerstand gegen das Camp, also auch sehr direkten Widerstand, in dem das Baustellen, nicht Zubehör, aber Maschinen, angegriffen wurden teilweise. Und sonst müsste ich eben nochmal zurückfragen, was du genau meinst mit die politischen AkteurInnen vor Gericht bringen, im Zusammenhang jetzt mit diesen CCAC. Genau, also ich glaube, es geht dir vielleicht auch um die politische Ökonomie dieser Lagersysteme. Wer denkt die sich aus? Wer profitiert davon? Welche Firmen sind daran beteiligt? Dazu gibt es
Forschung. Ich weiß nicht, ich kann mich nur erinnern, dass als ich in Samos war, da war es G4S oder wie heißen diese? Aber das ist private Sicherheit. Das ist eine private Sicherheitsfirma, die dort massig Geld macht, indem sie dort die Sicherheitskräfte stellt. Ansonsten, vielleicht gibt es ja im Publikum mehr Informationen oder hast du noch mehr Informationen dazu? Nein, da habe ich leider auch nicht mehr Informationen dazu, aber das ist die gleiche Sicherheitsfirma, private Sicherheitsfirma, die auch in Mavrovuni die Eingangskontrollen macht, die auch in den übrigen Administrativstrukturen auf Lesbos die Eingangskontrolle macht und dann bestimmt auch in Vastria. Ja, also darüber können wir uns auch gerne später nochmal, oder also da weiß ich schon ein paar Sachen, also was so, ja. Aber das würde jetzt vielleicht auch zu weit führen, aber da können wir uns gerne nochmal unterhalten. Valeria. Ja, je nachdem, wie weit man das fasst mit den politischen Akteuren, glaube ich, dass das Thema dieser Veranstaltung ist ja nun auch das gemeinsame europäische Asylsystem. Und ich meine, dieses Modell, dieser Closed Controlled Access Centers und damit, das habt ihr auch erwähnt, das ist eben die Blaupause für diese Entwicklung des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Also wenn du da wen vor Gericht stellen willst, dann wäre das erstmal die Europäische Kommission und alle, die da mit drin hängen, weil letztlich ist das einfach, was wir sehen an Verfahren, die jetzt halt juridifiziert werden, sind die halt schon ausprobiert wurden in Moria. Also das Modell Moria wird ja eben jetzt gerichtlich festgemacht und halt unter noch sehr viel repressiveren Umständen, nämlich genau mit diesen Closed Controlled Access Centers. Und wenn sich dann zum Beispiel einer Nuripo hinstellt und sagt, ja, man weiß ja noch nicht so genau, wie das dann aussehen wird und wie das dann ausgestaltet wird mit diesen Grenzverfahren, doch, wir wissen es total genau, nämlich genau das, was ihr so eindrücklich beschrieben habt hier, so wird diese Zukunft aussehen. Und ich glaube, das muss auch für uns alle der Interventionspunkt sein. Und ich wollte noch einmal eine Lanze brechen für die Arbeit des Legal Center Lesbos, weil ich finde, das hast du so ein bisschen unterschlagen in dem Ding von, ja, wir haben ja dokumentiert und ja, aber man muss halt mal was tun. Also ich war selber auch involviert in die Shoreline Response zum Boote annehmen am Strand und als dann 2020 im März dann sich Ursula von der Leyen hingestellt hat und gesagt hat, Griechenland ist der Schild Europas und die Pushbacks eskaliert sind und viele Menschen zu Tode kamen, haben wir uns alle nicht mehr getraut, an die Strände zu gehen. Es gab Strafverfahren jenseits von Sarah Madini gegen viele, viele Aktivistinnen und niemand war mehr da. Und die einzige Organisation auf Lesbos, die dafür gesorgt hat, dass die Menschen wieder ankommen und nicht sofort zurückgepusht werden, war das Legal Center Lesbos, weil die sich einfach getraut haben zu sagen, nein, das ist hier ein Rechtsbruch und dahin gegangen sind und das nach wie vor auch tun, jetzt im Zusammenhang mit Ärzte ohne Grenzen. Und ich, ja, das ist, glaube ich, ein Beispiel für eine Intervention, einfach geltendes Recht verteidigen, indem man sich halt nicht kriminalisieren lässt. Und das finde ich ganz großartig von euch. Darf ich ganz kurz ergänzend dazu was sagen? Es ist ja auch so, dass diese CCAC von EU-Geldern finanziert gebaut werden. Also das ist ja nicht ein griechisches Projekt, einfach noch, um zu, ja, dir zuzustimmen. Und ja, um dann vielleicht den Bogen dann auch zu schlagen zur Repression, zu deiner Frage, die du gestellt hast, mit dieser Stimmung der Vorsicht. Ich denke, es ist auch nicht zuletzt dem geschuldet, dass das nicht das Erste ist, worüber ich spreche, was wir vor Ort genau tun. Also, dass das auch ein Beispiel ist, wie dann diese Vorsicht oder wie diese Angst vor möglicher Repression greift, dass, ja, ich mir überlege, was sage ich, wann, in welchem Kontext, mit wie vielen Details. Es kam ja auch noch die Frage, ob solche Lager auch in anderen Ländern entstehen könnten, in außereuropäischen Ländern. Ich glaube, aus meiner Perspektive ist es nur noch eine Frage der Zeit und des Widerstandes dagegen. Ihr habt alle mitbekommen, dass von der Leyen zusammen mit der Neofaschistin Meloni am Sonntag in Tunesien war, mit einem großen Geldkoffer, 900 Millionen Euro.
waren dort drin und sie versuchen jetzt das Gleiche zu machen wie mit Erdogan, einen nicht Türkei-EU, sondern einen Tunesien-EU-Deal, dass die Leute, die zum Beispiel auf Lampedusa ankommen, dieser griechischen Insel, der italienischen Insel im Süden, dass sie dann von Tunesien alle wieder zurückgenommen werden und Kais Said, der Präsident, der sehr autokratisch dort in den letzten 2-3 Jahren regiert, dort zum Türsteher gemacht wird für die Europäische Union. Und in dieser Konsequenz gibt es auch erste Stimmen, die sagen, ja, wie hindert man denn die Leute daran, selbst organisiert oder über Schmuggler organisiert in die Boote zu steigen? Und eine in dieser Denkrichtung folgenden Konsequenz wäre zu sagen, okay, da werden Lager gebaut, wo die Leute eingesperrt werden, bis sie in Anführungsstrichen freiwillig zurück in ihre Herkunftsländer gehen. Weitere Fragen, Anmerkungen? Ja, da hinten der Herr mit dem Hawaii-Hemd. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Veranstaltung. Sehr interessant. Einmal zu der Frage zuvor. Es gibt einen Instagram-Account, der heißt Now You See Me Moria, und da werden Menschen outgecallt, die sozusagen an diesem Lager beteiligt sind. Und das ist, ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt, unter anderem die Elector Group, die anscheinend die Company ist, die das gebaut hat, und zwar durch die Subcompany Actor. Kann man nochmal nachgucken, Now You See Me Moria auf Instagram. Es ist ein sehr guter Account, der sich dafür einsetzt, dass die Menschen in den Lagern das Recht auf Essen bekommen, auf ihr eigenes Essen, und die Spenden sammeln und unter anderem auch, ja, Pullis verkaufen, und mit dem Erlös wird den Menschen ermöglicht, dass sie ihr eigenes Essen kochen können, weil sie ja, glaube ich, nur 90 oder ich glaube mittlerweile sogar nur noch 75 Euro pro Monat bekommen. Und genau, die setzen sich dafür ein, und unter anderem von der Organisation habe ich auch erfahren, dass anscheinend noch eine Genehmigung fehlt für das Lager Vastria, die unter anderem damit zu tun hat, dass es keine Wasserversorgung gibt, glaube ich. Und da wäre jetzt meine Frage, inwieweit man gegen sowas rechtlich auch auf europäischer Ebene vorgehen kann, vielleicht auch irgendwie vor dem EU-Menschengerichtshof, also ob es da schon irgendwelche Allianzen gibt, die das versuchen, oder ob das eigentlich gar nicht möglich ist. Ich sehe jetzt keine Anschlussfrage im Publikum, deshalb, genau, zurück aufs Podium. Gerne fangen. Vielleicht kurz zu den praktischen Dingen, die du jetzt angesprochen hast, mit dem Recht auf Essen, mit diesen 75 Euro. Das ist grundsätzlich richtig, gilt aber nur für die Leute, die im Verfahren sind, also die ein hängiges Asylverfahren haben. Alle Personen, bei denen nicht auf das Verfahren, also auf das Gesuch eingetreten wird, weil eben entschieden wird, zurück in die Türkei, sicherer Drittstaat, oder auch Personen, die Asyl bekommen, also die als Flüchtlinge anerkannt werden, gelten als außerhalb des Verfahrens, kriegen deshalb keine Cash Assistance mehr und auch jetzt seit Anfang letzten Monats kein Essen mehr im Camp. Also die Unterstützung der Personen auf Lesbos, nicht nur auf Lesbos, aber in Griechenland, Was der Zugang zu Essen betrifft, also zum einen selbstgewähltes Essen, weil das Catering ist auch ja immer wieder dokumentiert auf diesem Instagram-Kanal, den du erwähnt hast, ist wirklich unterirdisch. Und aber eben zusätzlich geht es auch darum, überhaupt Zugang zu Essen zu haben, nicht nur in sehr großen Anführungsstrichen zu selbstgewähltem Essen. Natürlich ist das ein sehr wichtiger Punkt, für ein selbstbestimmtes Leben selber entscheiden zu können, was ich esse. Aber es ist tatsächlich, hat eine neue, noch existenziellere Dimension bekommen in den letzten Wochen. Zu der Frage, wie da rechtlich dagegen vorgegangen werden könnte. Also einen EU-Menschenrechtshof gibt es in dem Sinne nicht. Das ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Der ist nicht ein Gerichtshof der Europäischen Union, sondern des Europarats und ist nur in Anführungsstrichen dafür zuständig, die Umsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention zu überprüfen oder da gewisse, sehr minimale, leider Planken oder ja, Richtlinien
vorzugeben, wie das funktionieren soll. Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sind sehr langwierig. Also da muss auch zuerst das innerstaatliche Verfahren, der innerstaatliche Instanzenzug ausgeschöpft werden. Das heißt, ich muss innerstaatlich zuerst vor jedes Gericht, bevor ich dann eine Klage zum Gerichtshof bringen kann, außer in spezifischen Ausnahmesituationen. Die sehe ich jetzt aber in diesem Kontext nicht, also die Voraussetzungen nicht als gegeben. Und das, was du angesprochen hast, das bezieht sich auf dieses Environmental Impact Assessment, das noch fehlt, was unter anderem eben an Infrastruktur hängt, in dem Sinne, als die EU-Kommission in Aussicht gestellt hat, dass auf dieses Assessment verzichtet werden kann unter gewissen Voraussetzungen, zum Beispiel, dass die Population nicht größer sein wird als 3000 Personen und eben Infrastruktur wie Wasser und so weiter. Aber wie das weitergehen wird, das ist im Moment noch unklar und das sind politische Entscheide, das sind politische Vorgehen innerhalb des ganzen EU-Prozederes oder Apparatur. Und da, ich muss ehrlich sagen, ich bin keine EU-Rechtlerin, aber da hätte ich keine Kenntnis von konkreten juristischen, rechtlichen Möglichkeiten, um intervenieren zu können. Das ist ja auch bei Frontex, ist ja das ein Riesenproblem, dass es keine wirklichen rechtlichen Mechanismen gibt. Wolltest du noch was sagen? Also ich finde, du hast wahnsinnig gut zusammengefasst, also viel besser. Ich kenne mich rechtlich da in der Hinsicht nicht so gut aus, aber was ich auch sagen kann, nochmal zum Essen. Ist immer eine Situation und deswegen ist auch dieser Instagram-Kanal so wichtig, die enorm viel spiegelt. Ja? Also das Essen ist in jeder Form, egal wohin man auf der Welt guckt, ist immer ein Regulativ, wie man auch Menschen kontrollieren kann, wie man auch so ein gewisses Lagerkonzept auch umsetzen kann. Das haben wir in Moria schon gehabt, dass Menschen ja zum Teil um 4 Uhr morgens, um 4:30 Uhr morgens schon anstanden, um eine Flasche Wasser zu bekommen, um ein eingepacktes Croissant zu bekommen. Also du kannst damit Menschen in irgendeiner Form auch kontrollieren. Ne? Also es hat ja nicht nur diese architektonische Struktur, sondern eben auch das Essen, was dich eigentlich dazu zwingt, einen gewissen Tagesablauf zu folgen. Und da war noch eine gewisse Autonomie in Moria tatsächlich da, dass sich Leute einfach Brotbacköfen zum Beispiel bauten, um zu sagen, hey, ich backe hier mein eigenes Brot. Der Geschmack ist ja auch das Letzte, was wir vergessen an der eigenen Idee. Also wenn ich mir immer überlege, was mir am meisten abgeht, das ist immer, weiß ich nicht, die Salatsauce meiner Mutter. Also der Senf, der da drin hängt und so. Also das sind ja alles Sachen, die dann sich die Leute wieder versuchen, dort auch wieder zu schaffen, ne, um so ein Gefühl der eigenen Identität, des Ankommens zu bekommen. Und das ist auch eines der Formen, die wir jetzt in den neuen Lagern auch immer wieder sehen, dass das eben nicht mehr erlaubt ist, selbst zu kochen zum Beispiel oder im Feuer zu machen, aus Sicherheitsgründen, die ja auch verständlich sind, dass man eben jetzt keinen Feuerausbruch zum Beispiel hat, aber dass es dort dann auch diese Autonomie eben fehlt. Und das ist auch nochmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ja auch viele Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen und so weiter ansprechen, dass du ja dort auch zum Teil, wenn du jetzt über Wochen oder Monate eben ausharrst, dass die letzten Jahre gezeigt haben, was das auch für enorme psychische Probleme mit sich bringt, an so einem Ort zu überleben und wie wichtig es aber auch ist, solche Formen wie selbstbestimmtes Essen und so weiter aufrechtzuerhalten, was ja eigentlich total wahnsinnig ist, dass wir uns darüber unterhalten, aber das ist eines der Punkte, die eigentlich immer bei jedem Gespräch mit Menschen als erstes kam. So, was hast du heute Mittag gegessen, was hast du heute gefrühstückt und wie lange standest du da an oder konntest du dir selber das Müsli in der Früh machen? Ich würde sagen, wir gehen eine letzte Runde ins Publikum und machen dann hier langsam den Abschluss. Ich habe zwei Meldungen gesehen. Wir sammeln auch Marion und dann der Herr da vorne. Ich würde nicht eine Frage stellen, sondern ich fand es gut, Anina, dass du gesagt hast, die Frage geht eigentlich an euch alle. Ne? Also was kann man tun und was tun wir damit? Und ich würde euch kurz davon berichten, ich bin aktiv beim Alarmfon und wir hatten jetzt am Wochenende ein Treffen mit denen, die sich vor allem um die Ägäis kümmern und um die Situation sowohl mit den Pushbacks von den Inseln als auch an der Landgrenze. Und das sind
wahnsinnig frustrierende Erlebnisse, auch für uns. Und trotzdem finde ich, was Valeria gesagt hat, total wichtig. Und ich glaube, dass das ein Teil des Tuns ist. Wir müssen diese Möglichkeiten des Widerstands und der Erfolge benennen. Also das, was sich im letzten Jahr entwickelt hat in der Kooperation mit Ärzten ohne Grenzen, das ist wahnsinnig. Also was Médecins Sans Frontières an Unterschieden macht gerade für echt viele Leute, das ist... Kannst du das kurz erklären, weil ich glaube, es wissen nicht alle. Wir haben jetzt seit März 2020 eine Situation gehabt, dass wir, wenn wir beim Alarmfon Anrufe bekamen, bekamen wir sie nicht mehr nur von Menschen in Seenot, sondern wir bekamen sie von Menschen, die auf den Inseln ankommen und Angst haben, in Seenot geworfen zu werden, wenn sie von der Polizei gefunden werden. Ne? Also die hatten das Meer schon hinter sich, aber sie verstecken sich irgendwo, weil sie Angst haben, wieder von der Küstenwache aufs Meer rausgefahren zu werden und dort in so Rettungsinseln ausgesetzt zu werden. Und das war eine Situation, im Prinzip haben wir von März 2020 bestimmt ein Jahr lang, ich meine, es gab einzelne Leute auf Lesbos, die immer wieder was probiert haben, aber auch mit sehr, sehr viel Angstmacherei, aber auch konkreten Angriffen seitens der Polizei konfrontiert waren, ne? Es wurde sehr viel darüber geredet, was uns alles drohen würde, wer wie kriminalisiert wird und so weiter. Es ist, finde ich, eigentlich insgesamt sehr, sehr wenig bei rausgekommen. Also wenn man jetzt sich anguckt, wer sitzt in den griechischen Gefängnissen, ist es nicht die Solidaritätsbewegung, sondern sind es immer noch die Fahrer der Boote. Und es gab aber dann irgendwann einen Moment, wo klar war, okay, in dem Moment, wenn man über die Schiene der medizinischen Unterstützung geht und Médecins Sans Frontières haben sich das getraut, also immer wieder hinzugehen und sich da sozusagen in den Weg zu stellen damit auch. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Moment gewesen, also auch nicht nur in jedem konkreten Einzelfall, der zählt, ne? Jeder Mensch, der nicht zurück aufs Meer geschmissen wird, ist sehr viel wert, würde ich sagen. Aber auch, um klarzumachen, es ist was möglich. Also weil vorher gab es dieses Erstarren vor der Schlange, jetzt geht hier gar nichts mehr. Und ich finde, das ist noch ein zweiter Punkt, bei dem wir, finde ich, aufpassen müssen, was wir aus dem machen, was da jetzt beschlossen wurde. Wenn wir einfach, also, oder das ist was wir gelernt haben, auch in dieser Zeit seit März 2020, skandalisieren, 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 hilft nicht mehr viel. Damit erzählen wir die Geschichte der Herrschenden, sage ich mal. Das ist denen recht. Wir können skandalisieren, was wir wollen. Das macht denen nichts mehr aus. Sie sind quasi da, stehen da mit der Maske runter. Dass Pushbacks stattfinden, belügt man zwar, aber man will eigentlich, dass es gesehen wird, weil man will den Abschreckungseffekt. Ne? Und ich glaube, dass wir uns auch ein Stück weit was bewahren müssen. Das ist der eine Teil, ist dann die persönliche Erzählung und der persönliche Kontakt und das immer weiter darauf beharren, dass wir Menschen sind und dass wir miteinander sprechen dürfen müssen, Freundschaften haben dürfen müssen und solche Sachen. Aber ich glaube, es ist auch, diese Erzählung nicht mittragen zu müssen. Also auch darauf zu beharren, dass Migration nicht kontrollierbar ist. Dass diese Erzählung, dass das hier Migrationskontrolle wäre, die ist Bullshit. Wir haben zwar weniger Ankünfte in Griechenland, weil die Leute nicht doof sind. Die setzen sich nicht freiwillig in diese kontrollierten Zentren rein, sondern gehen dann im Zweifelsfall eher andere Wege, wenn es irgendwie möglich ist. Ne? Aber wir haben ja nicht weniger Migration dadurch. Weil es Bewegungen gibt, die sind so, die waren seit Menschengedenken so und die werden auch immer so sein. Und da braucht man sich nicht einbilden, dass man mit verstärkter Kontrolle die verändern kann. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir irgendwie die Balance finden, auf der einen Seite das anzuklagen, ne, und zu sagen, was da passiert. Also ich meine, das sind Dimensionen von Unrecht, Entmenschlichung und Abgründen, sage ich mal, die man sich an vielen Stellen gar nicht ausmalen mag. Aber gleichzeitig trotzdem auch zu sagen, hier das, was ihr uns hier vorgaukelt, dass das hier irgendwas mit irgendeiner Sicherheit für irgendwen zu tun hätte, das ist Bullshit und diese Erzählung geben wir auch nicht mit. Und ich glaube, das ist manchmal schwer, dazwischen die Balance zu finden, weil wir wir versuchen dann diese ganzen, was kann das alles in der Konsequenz heißen, wie schlimm kann das werden und so, das versuchen wir alles mitzugehen. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Teil da drin, sich auch immer wieder darauf zurückzubesinnen, dass das, also es ist nichts Neues auch, ne? Also diese Vorstellung der Externalisierung und damit wäre dann alles gelöst, die ist ja nicht jetzt auf einmal da, sondern diese Idee verfolgt man seit
ewigen Jahren und kommt nicht zu Potte, ne? Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall gucken müssen, wie wir in dieser Kommunikation miteinander im Gespräch bleiben, mit den Menschen im Gespräch bleiben und zwar auch denen hier, weil ganz viele dieser Erfahrungen aus all diesen Phasen sind ja hier anwesend. Und dass wir da drin gut miteinander im Kontakt sein müssen und uns auch immer wieder sagen müssen, hey, und hier läuft's auch. Also hier gibt's was, ja. Hier gibt's eine Möglichkeit, was zu verändern. Ja, danke für diesen meiner Ansicht nach sehr wertvollen Input nochmal. Und jetzt die letzte Frage und dann gehen wir nochmal kurz zurück. Ja, hallo. Ich habe nur noch mal eine Nachfrage. Ihr hattet von Entführungen gesprochen an den Außengrenzen. Ich habe davon noch nicht gehört und ich wollte einfach noch mal nachfragen, ob ihr vielleicht das ein bisschen noch mal erläutern könnt, um was es da eigentlich geht. Danke. Ich sehe jetzt, okay, eine letzte Frage noch, auch weil nicht so viele Frauen geredet haben, deswegen. Auch nur eine Nachfrage zu was ihr schon ganz kurz angestoßen habt. Könntet ihr noch mal kurz auf die Bewegungen eingehen, auf die Auswirkungen, die das auf die Bewegungen innerhalb von Europa hat? Also ganz kurz hattet ihr erwähnt, irgendwie die Dublin-Regularien, was das jetzt heißt für Kirchenasylbewegungen und so weiter, die jetzt im letzten Donnerstag quasi da, also was das für Auswirkungen noch hat. Ich kann noch mal kurz was zu den Entführungen sagen. Vielen Dank für die Frage. Die wurde jetzt an verschiedenen Stellen schon so ein bisschen angedeutet und jetzt auch gerade noch mal aufgegriffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es ist so, dass, wo wir vorher schon gesagt haben, früher war es so, also ich kann mich noch an Bootankunft erinnern, 1. März 2020. Stand ich an der Küste im Norden der Insel und es gab, also die Autotüren haben geknallt, die Journalisten sind rausgelaufen, kam ein Boot an, es gab Lighthouse Relief, das war damals eine erste Hilfsorganisation, die auch Ankommenden geholfen hat, sich zu verarzten oder eben mal ein erstes Wasser zu bekommen. Also wir standen da alle und waren eigentlich viel mehr Journalisten, Journalistinnen und Leute, die da die Leute anguckten, als die wirklich dann auch ankamen. Und das war eben im Zuge, deswegen waren wir auch so viele, weil da damals die Türkei die Grenzen öffnete oder ankündigte, sie zu öffnen. Also es waren wahnsinnig viele Leute da und da war das auch noch möglich. So, und dann kippte das Ganze in eine Situation, dass eben auch diese Organisation aufhören musste. Also es gibt jetzt keine Seenotrettungsorganisation mehr auf der Insel. Es gibt keine eigentlich Beobachtungsmission auch mehr. Es gibt kaum mehr Zeugen, Zeuginnen, die seitdem diese Ränder eben beobachten können. Und das ist auch das, was in dem ganzen Zuge, also wovon du auch gesprochen hast, ne, man kann kaum mehr drüber sprechen, wer jetzt fährt jetzt eigentlich und so weiter. Eben, und da knüpft es nochmal an mit Ärzte ohne Grenzen, die jetzt eben noch hinfahren. Aber kurz danach war es so, dass wenn ein Boot ankam, niemand mehr da war, um zu sehen, was passiert mit denen. Und dann gab es immer mehr Berichte darüber, dass Menschen, wenn sie denn schon auf Lesbos angekommen sind, sich ganz schnell versteckten, in die Büsche eben flohen, um nicht entdeckt zu werden, weil es ganz klar war, dass sie danach so einer Mischung aus Polizei, Küstenwache, aber auch maskierten Grenzschützern aufgegriffen wurden. Ihnen wurden zum Teil die Telefone abgenommen, manche mussten sich sogar entkleiden. Also das sind alles Berichte, die man dann von den Leuten hört, die erzählen, was ihnen passiert ist. Und manche, also es wurden auch, Ärzte ohne Grenzen fand auch immer Menschen mit, die hatten dann die Hände zusammengebunden mit Kabelbindern und fanden sie dann aber noch, bevor sie zurückgepusht wurden. Also das ist dann wirklich, das sind diese Entführungen, von denen man sprechen kann, dass sie eben auch in Scheunen zum Beispiel gebracht werden. Das passiert nicht nur auf Lesbos, das passiert auch am Evros, an der Landgrenze. Und dass sie dort dann jenseits der Öffentlichkeit, eben weil es kaum mehr Zeugen und Zeuginnen gibt, dann weggeschafft werden. Ne? Also man kann wirklich gezielt, und da würde ich auch, deswegen benutze ich diesen Begriff der Entführung mehr als Pushback, weil Pushback ist sehr weiter Begriff und ich glaube, da kann man sich ganz wenig drunter vorstellen. Und das, was man jetzt auch dann bei der New York Times und so weiter sehen konnte, war dann dieses, man kommt auf Land an und wird dann wieder eben ausgesetzt auf dem Meer.
Und dem gehen eben auch diese Abductions, also diese Entführungen vorher. Übrigens nicht nur in Griechenland, sondern das Gleiche kann man auch beobachten. Und da habe ich auch immer wieder gehört von der Grenze in Kroatien. Und dort habe ich zum Beispiel viele Familien getroffen, die in Moria waren, die dann, da habe ich es eigentlich zum ersten Mal in dieser Systematik gehört, welche Gewalt angewandt wird. Und das hörte ich dann viele Wochen später eigentlich erst zum ersten Mal in Lesbos. Also dieses Echo auch der Gewalt und dass es da auch eine gewisse Systematik gibt, die eben auch zum Teil Entführungen mit einschließt. Außerdem habe ich nichts hinzuzufügen. Zu deiner Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Ach so, ja, die ich kann sie nicht beantworten, muss ich ehrlich sagen. Mein Fokus ist Griechenland, nicht wie es dann nachgelagert in den anderen EU-Staaten sich auswirkt. Und ja, es ist ja auch noch überhaupt nicht klar, das hast ja du schon gesagt, was dann am Ende tatsächlich bei dieser Revision rauskommt, aber sonst können wir diese Frage gerne auch ins Publikum geben, weil ich bin sicher, dass hier Leute sitzen, die diese Frage beantworten können. Oder vielleicht kannst du. Ich würde es im bilateralen Gespräch machen. Das Einzige, was ich bisher dazu weiß, ist, dass wenn man in ein europäisches Land kommt, dann sagt die Dublin-Verordnung, dass man dort, wo man das erste Mal den Fuß reinsetzt, das Asylverfahren durchlaufen muss. Wenn man das widerspricht, natürlich komplett den Wünschen und Träumen und Begehren der Menschen, die nach Europa kommen, die haben Familie woanders und wollen dort vielleicht durchs Asylverfahren gehen. Das heißt, es ziehen viele weiter, machen ganz, ganz viele. Und dann war bisher die Regelung, dass du bis zu 18 Monate in dem Land, in dem du weitergezogen bist, dich irgendwie aufhalten musst. Und dann geht die Verantwortung des Asylverfahrens von dem Ursprungsland in das Aufenthaltsland über. Deshalb gibt es zum Beispiel Kirchenasyl. Es gibt momentan ungefähr 700 Menschen, die in Deutschland in Kirchenasyl sind. Und diese Frist von 18 Monaten wurde verlängert auf 3 Jahre, also auf 36 Monate. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Und dass, wenn man sich dem Rückführungsgesuchen entzieht, dass diese Zeitdauer immer verlängert wird und sozusagen du dich nicht der Abschiebung ins andere Land entziehen kannst und damit hoffen kannst, irgendwann geht das Asylverfahren aufs neue Land über, sondern dass es immer wieder sozusagen aufgehoben wird. Ich glaube, das ist die Neuigkeit, aber ich habe es auch noch nicht komplett gelesen. Ich glaube aber, das ist das Wichtigste. Ich sehe ihn nicken. Okay. Ja. Ich glaube, wir kommen ans Ende eines sehr intensiven Abends. Ich will mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Nochmal einen großen Applaus an Anina und Franziska. Ich glaube, es geht schon auch um Verantwortungsübernahme. Also welche Verantwortung haben wir hier, die hier leben, an diesen Situationen, und es geht eine Verantwortung damit einher, auch etwas dagegen zu machen, in vielfältiger Art und Weise. Man kann beim Alarmphone Schichten übernehmen, nachdem man eingearbeitet ist. Man kann Demonstrationen organisieren, man kann Pro-Asyl-Petitionen unterschreiben. Es ist ein breites Spektrum an Dingen, die man machen kann. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass man überhaupt was macht, dass man auch darüber redet, was man heute erfahren hat, weil es gibt viel Wissen, das ist spezialisiertes Wissen, aber es ist nicht im Allgemeinen vorhanden. Zwei letzte Dinge am Schluss. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr heute zahlreich euch dieses Buch besorgt. Es gibt draußen viele Exemplare, und auch wenn sie es nicht gerne macht, wird Franziska sie auch unterschreiben. Wir haben darüber vorher gesprochen, dass es ihr immer unangenehm ist zu unterschreiben, aber es ist trotzdem ganz schön. Und ich will nochmal auf eine Veranstaltung übermorgen hinweisen. Es finden jetzt gerade sehr, sehr viele Sachen statt, nicht nur bei Medico, aber das ist eine Medico-Veranstaltung, die online stattfindet. Und zwar, wir haben ja schon ein bisschen über die Externalisierung des EU-Grenzregimes, also die Verlagerung der Grenzen nach außen, gesprochen. Einer unserer Partnerorganisationen ist Border Forensics, und die haben vor wenigen Wochen eine Studie veröffentlicht,
die analysiert, wie die Europäische Union ihre Grenzen bis in den Niger in Westafrika, in der Sahelzone, auslagert, mit wirklich unglaublich tödlichen Folgen. Franziska, du warst erst vor kurzem da und hast es gesehen. Und diese Studie wird in einer Online-Veranstaltung, bei der ihr euch über Zoom zuschalten könnt am Donnerstag um 20 Uhr online stattfinden. Und wenn ihr Lust habt, schaltet euch dort zu, weil das Thema sehr, sehr eng mit dem heutigen Thema zusammenhängt. Ansonsten war es sehr schön, dass wieder mal so viele Leute bei einer Veranstaltung zum Thema Flucht und Migration da waren. Das war in den letzten Monaten auch etwas anders. Deshalb bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, dass ihr da wart, und wünsche euch einen schönen Abend, trotz alledem.